Zum Thema Flüchtlinge. Wir haben zwei Botschaften. Auf der ersten heißt es, wir wollen die Flüchtlinge in unserem Land aufnehmen. Wir wollen sie integrieren, wollen ihnen Perspektive schaffen, wollen, dass die Bedingungen für die Flüchtlinge so gut wie überhaupt nur möglich sind. Und das bedeutet zunächst einmal, dass bei der Erstaufnahme die Verfahren sehr schnell beendet werden müssen, damit die Menschen, die zu uns gekommen sind, auch wissen, wie es weitergeht. Und wir haben eine zweite Botschaft. Wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass diejenigen, die kein Recht haben, in unserem Land zu bleiben, weil sie kein Asyl zugesprochen bekommen, auch schnellstmöglich wieder in ihre Heimatländer zurückkehren. Es wird im Augenblick sehr viel die Diskussion von hinten her geführt und wir müssen die Diskussion anders führen. Das wird auch das Thema beim Koalitionsausschuss sein. Die erste Frage heißt, was muss getan werden? Die zweite Frage heißt, wer macht das, was getan werden muss? Und die dritte Frage heißt dann, welche Instrumente sind notwendig, um das, was getan werden muss und von dem, dem es getan werden muss, um das zu erfüllen? Und dann die vierte Frage erst, wie wird das Ganze finanziert? Erst wenn wir wissen, wer was zu tun hat, können wir auch festlegen, welche Mittel dafür ausgegeben werden müssen. Man kann nicht die Diskussion führen, wir brauchen jetzt mal 5 Milliarden und der Bund soll die Erstaufnahme ganz allein machen. So kann das nicht funktionieren, deswegen muss der Weg anders sein. Ich glaube, dass diese Diskussion dann auch am Sonntag zu entsprechenden Ergebnissen führen wird. Beim Thema innere Sicherheit wurde vor allem darauf hingewiesen, dass wir zu einer Entlastung der Polizei kommen müssen, damit die Polizei sich ihren eigentlichen polizeilichen Aufgaben wieder stärker widmen kann. Da war ein Beispiel, das Sie alle schon kennen, das aber offenbar schon seit Jahren jetzt da hin und her diskutiert wird, die Begleitung von Schwertransporten auf der Autobahn, wo uns Polizei sagt, dass sie damit inzwischen massiv beschäftigt sei, wenn sie da nächteweise diese Schwertransporte begleiten müssen. Und das könne genauso gut der Chef der Polizeigewerkschaft gemacht werden von Unternehmen, sogenannte beliehene Unternehmer. Der TÜV ist auch ein beliehenes Unternehmen und die könnten dann die Begleitung da durchführen und dann zu einer beachtlichen Entlastung führen. Dafür müssten jetzt die Voraussetzungen, die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Dies hat der Vorstand der Fraktion auch beschlossen, dass hier jetzt eine Initiative gestartet werden soll, um einen Teil der Entlastung der Polizei von solchen Aufgaben, die nicht unbedingt von der Polizei geführt werden müssen. Natürlich muss auch bei der Bundespolizei die Zahl der Stellen weiter ausgewiesen werden. Das soll auch geschehen. Und natürlich muss, worauf die Polizei großen Wert gelegt hat, auch noch einiges getan werden, um den Respekt vor der Polizei wieder etwas zu verstärken. Der Chef der Polizeigewerkschaft hat uns gesagt, dass eine unglaublich hohe Zahl von Polizeibeamten jedes Jahr beleidigt, aber auch körperlich versehrt werden. Und das kann so nicht weitergehen. So, somit will ich es mal dabei belassen. Und jetzt Gerda Hasselfeld. Ich will mich zunächst beschränken auf das Thema, das uns am meisten gestern beschäftigt hat, nämlich das Thema Asyl und Flüchtlinge. Das Thema, das auch in der Bevölkerung zum, ich möchte fast sagen, Megathema geworden ist. Und viele Menschen in den Kommunen, in den Gemeinden und Städten, hauptamtlich, aber auch ehrenamtlich beschäftigt, für deren Engagement wir ausdrücklich auch hohe Anerkennung und Dankbarkeit auch in der Sitzung zum Ausdruck gebracht haben. Für uns in der CSU ist von ganz entscheidender Bedeutung, dass getrennt wird zwischen Asyl auf der einen Seite und Einwanderung auf der anderen Seite und damit auch deutlich gemacht wird,
Das Asylrecht ist das Recht vor Schutz, vor Verfolgung und Vertreibung und Schutz vor Krieg und Bürgerkrieg. Und Einwanderung ist etwas ganz anderes. Das Recht auf Asyl ist kein Recht auf Einwanderung. Und diese Trennung, die bedingt natürlich auch dann, dass man trennt zwischen denjenigen, die schutzbedürftig sind, die aus Kriegsgebieten kommen, die persönlich verfolgt sind, aus welchen Gründen auch immer, auf der einen Seite, und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen. Das ist mittlerweile auch Meinung aller 16 Ministerpräsidenten. Und ich darf erinnern daran, dass wir in der CSU-Landesgruppe zu Beginn dieses Jahres, nämlich im Januar dieses Jahres, deutlich schon auf diese notwendige Trennung hingewiesen haben. Damals noch gescholten wurden von vielen Seiten. Das macht deutlich, dass wir Impulsgeber für die Politik sehr wohl sind, so wie wir uns auch immer verstanden haben und wie wir unsere Kräuterklausurtagung auch immer verstanden haben. Ich darf bei der Gelegenheit eben daran erinnern. Zu dieser Trennung gehört aber dann auch, dass die einen so schnell wie möglich auch die Möglichkeit der Integration erfahren und die anderen aber auch nach einem entsprechenden Asylverfahren wieder konsequent auch zurückgeführt werden. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Und dazu brauchen wir schnellere Verfahren. Das haben wir durch die Aufstockung der Stellen für das BAMF von Seiten des Bundes auch jetzt vorangetrieben. Aber auch die Verfahren selbst, die Organisation der Verfahren muss verbessert werden. Deshalb auch die Initiative von Bayern, zwei große Aufnahmezentren zu schaffen, wie Sie wissen. Auch das dient diesen schnelleren Verfahren und der Zurückführung aus diesen Einrichtungen heraus, noch bevor die Betroffenen auf die einzelnen Kommunen und Landkreise verteilt werden. Das ist genau der Ansatz, der in Bayern jetzt praktiziert wird, der von vielen anderen außerhalb Bayerns auch für gut befunden wird, insbesondere auch vom BAMF selbst und vom Präsidenten des Bundesamts für Migrations- und Flüchtlinge, und dass dieser Ansatz natürlich genau der richtige ist. Wir wissen sehr wohl, dass es zwei wichtige Aufgaben gibt. Das eine ist die Bewältigung der Flüchtlingsströme jetzt, die humanitäre Seite, die Sorge um die Menschen, die bei uns da sind. Und zum Zweiten aber auch die Begrenzung des Zustroms. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, über den sogenannten Pull-Effekt nachzudenken und darüber nachzudenken, ob beispielsweise die jetzige Regelung mit dem Vorrang der Geldleistungen vor den Sachleistungen richtig ist. Unsere Priorität ist, zumindest in den Erstaufnahmeeinrichtungen voll auf Sachleistungen zu setzen und die Geldleistungen so stark wie möglich auch zu reduzieren, um Anreizeffekte zu reduzieren. Und wichtig ist für uns auch die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer, denn dieses führt dann auch in der Konsequenz zu schnelleren Verfahren und zu konsequenteren Rückführungen. Das Ganze ist nicht nur eine nationale Aufgabe, übrigens eine nationale Aufgabe, wobei alle Ebenen, alle politischen Ebenen und alle politischen Parteien an einem Strick ziehen sollten, sondern auch eine gemeinsame europäische Aufgabe. Deshalb begrüßen wir sehr, dass die Bundeskanzlerin und der Bundesinnenminister sich auf europäischer Ebene intensiv bemühen, zu einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge in Europa zu kommen und auch zu einer zumindest Annäherung der Standards zu kommen.